kein Wunder, dass die Qualität dann noch schlechter ist. Wenn euch eure Gesundheit wichtig ist, dann nicht essen. Der Salat ist bitter und die Soßen schmecken merkwürdig. Der Preis ist überteuert, trotz Hunger habe ich das Teil wegwerfen müssen. Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Tür Nummer 12. Digga, es ist schon leer. Habe ich schon gegessen. Es war ein... Oh, geile Schnitte Schokolade. Ja, das war echt geil. Haben wir mal in unserer ersten Bestellung Rabattcode super saftig, Koko, Link ist unten in der Beschreibung, Hashtag Werbung, ihr wisst Bescheid, gehabt, aber nur Kokos. War okay. Aber die mit Schoko übergossen, die haben echt geil geschmeckt. Davon demnächst vielleicht in der nächsten Bestellung was. Ja, was soll ich sagen, Leute? Dankeschön. Ich habe ein Döner-Video gemacht. Ich habe den schlechtesten Döner Münchens probiert. Und es kam gut an. Freut mich sehr. Ich habe nach gefragt, ob wir die 50 Likes knacken können. Und es hat jetzt einfach über die 100 geknackt. Also das Doppelte. Dementsprechend für euch werde ich noch einen Döner testen. Denn die haben nämlich eine zweite Filiale. Das ist nämlich eine Kette. Und als ich da hingegangen bin, dachte ich, das wäre der schlechteste Döner Münchens. Je nach Bewertung kann man anders sehen, weil... also für mich ist eine schlechtere Bewertung nicht automatisch gleich schlechter. Weil sagen wir, der hat 1,2 oder sowas. Extrem schlecht, aber hat nur 10 Bewertungen. Dann ist es für mich nicht unbedingt schlechter, sondern auch die Masse macht es aus. Also der hatte jetzt 1,9 oder 1,8, aber mit über 100 Bewertungen. Auf jeden Fall hat er jetzt noch eine zweite Filiale aufgemacht. Das habe ich erst an dem Tag dann gecheckt, als ich dort war und ein bisschen was nachschauen wollte für das Video jetzt dann mit dem Screen Recorder und den Bewertungen. Hatte ich gesehen, dass die am Hauptbahnhof noch eine neue Filiale haben mit 1,6. Und den gehen wir jetzt testen. Ich bin jetzt am... Oh mein Gott. Ich bin jetzt am Hauptbahnhof angekommen. Und ja, teste ihn. Wir lesen gleich die Bewertung. Oh mein Gott. Ich habe mir gerade ein paar durchgelesen. Ich habe den Laden gefunden, Leute. Da ist er. Ich wollte gerade drauf zeigen, aber dann habe ich mich wieder erinnert, dass wir den Laden nicht zeigen wollen, um Probleme zu vermeiden. Aber ich kann mal die Kommentare durchlesen, wenn ich hier irgendwo einen Platz finde. Boah, so. Der ist halt noch krasser, weil der ist direkt an den Gleisen. Kein Wunder, dass die Qualität dann noch schlechter ist. Bisher erst 14 Kommentare, Bewertung aber. Moment. Von Lennart. Preis-Leistung nicht akzeptabel. Ja, Digga, das ist München Hauptbahnhof. Das kann man denen jetzt nicht böse sein, dass sie da mehr Geld verlangen. Bei direkter Ansprache hieß es, die paar Cent wären nicht der Rede wert. Also Wechselgeld wenig zurückbekommen. Wertschätzung sieht anders aus. Ich habe gerade eben 18:30 hier einen Döner, Pommes und Eingang gefordert. Top-Döner, war knusprig, gut gewürzt und lecker. Okay? Die Leute hier sind so komplett lost. Celine, ich habe einen Döner bestellt, wenn man das überhaupt Döner nennen kann. Oh mein Gott. Keine Soße, viel zu viel Fleisch. Das ist interessant, weil beim letzten Döner kaum Fleisch, sehr schlecht verteilt. Keine Soße und komisches, labbiges Brot. Wenn euch eure Gesundheit wichtig ist, dann nicht essen. Ich musste nämlich an dem Abend dreimal brechen und meine zwei Freundinnen auch. Schwacher Magen. Unfreundlich, Dönerbox mehr als schlecht, nie wieder. Also dieser Kebab ist eine Unverschämtheit. 5,50, das Brötchen wurde 3 Sekunden erwärmt und war dementsprechend kalt. Und labbrig? Das Fleisch wurde von unten zusammengekratzt. Ja, das war das Problem beim letzten Mal auch, deswegen war es hart und trocken. Hat nicht geschmeckt und es waren nur 50 Gramm. Ja, kenn ich, Bruder, fühl ich. André, ich fühl dich, Bruder. Schlechtester Döner ever. Der Salat ist bitter und die Soßen schmecken merkwürdig. Der Preis ist überteuert. Trotz Hunger habe ich das Teil wegwerfen müssen. Boah, das ist bitter, Mann. Das ist bitter. Dönerbrot ist Verarschung, sieht aus wie eine lange Semmel. Ey, die Form ist gut. Habe sowas noch weder in Hamburg noch Berlin gesehen. Ja, das ist die neue Technologie, Mann. Das ist die Revolution der Dönerbrüte, Mann. Also dafür bitte nicht einen Stern geben, dafür bitte 5 Sterne geben. Für die Form des Brotes, also bitte. Gebt gerne Like, falls ihr die Form des Brotes auch feiert, also des Döners. Ansonsten würde ich mich wieder über 50 Likes freuen. Wir haben zwar letztens die 100 geknackt, aber
bleiben mal realistisch. 50 würde mich freuen, wenn wir konstant die 50 knacken. Algorithmus ein bisschen füttern. Hinterlasst einen Kommentar. So, Taste ist okay. Employees are ever okay. Worst Durham. Had to throw it away. Alter. Okay. Ich bin nicht gespannt. Feedback noch zum letzten Döner. Also, ich musste, also mir war nicht schlecht danach. Ich musste nicht irgendwie erbrechen oder auf Toilette. Es war halt einfach alt, nicht knusprig, nicht saftig. Ich sag schon rum, trocken. Ihr kennt es doch, wenn ihr Gemüse aufschneidet oder Obst und dann lässt ihr es ein bisschen liegen. Dann schmeckt es und fühlt es sich auch anders an. Also sowas einfach. Nicht gute Qualität, aber mir ist jetzt nicht schlecht davon geworden. Trotzdem habe ich nicht wirklich Bock drauf, den jetzt zu testen. Aber für euch, Mann, für die 100 Likes. Okay, ihr wollt echt nicht wissen, wie das so aussah, die Theke und so, das Gemüse. Alter, von weitem hat man schon gesehen, wie ausgetrocknet das ist, dass da schon länger lag und sowas. So. So sieht's aus heute. Das ein Pluspunkt ist zumindest wärmer als der andere. Brot ist natürlich auch lappig, der hat das für 10 Sekunden reingetan. Oh mein Gott. Alter, wie soll ich euch das zeigen? Das ist... Könnt ihr mal aufklappen, diesmal? Alter, das Fleisch ist so trocken, Mann. Aber Fleischverteilung ist ein bisschen besser als beim letzten Mal. Muss ich sagen. Kennt ihr das, wenn der Salat ein bisschen länger steht und einfach bitter ist? Boah, ich schmecke nur das raus, Mann. Nur die Bitterstoffe von dem Salat. Boah, der Salat ist so bitter, Mann. Boah, der ist echt bitter. Fleisch, zumindest ungefähr die Hälfte. Beim anderen waren es echt 2/5 nur. Ups. Also falls ihr hier mal essen müsst, bestellt ohne Salat. Der ist so bitter, ich halte es echt nicht aus. Alter, das Stück war so hart, es hat beim Beißen wehgetan. Das Fleisch ist halt genauso hart und trocken wie bei dem anderen. Als wäre es irgendwie so Regel bei denen, dass man so servieren muss. Ah, das gehört. Digga, ich kann nicht mehr reinbeißen. Das ist der Biss mit Salat, mit dem Bitteren. Das ist nicht fake, Mann. Ich hab reingebissen und da war so ein Müffelaroma. Ich musste es ausspucken. Ey, das ist kein Fake, Mann. Ich musste den ausspucken. Boah, Leute, ich habe mir jetzt noch einen Bubble Tea gegönnt. Erstens zum Runterspülen für den Geschmack. Zweitens habe ich immer noch ein Video vor, wo ich jeden Bubble Tea in München teste.
Wann das aber rauskommt, keine Ahnung. Boah, Alter, Fazit zum Döner. Oh mein Gott, ich habe den echt ausgespuckt. Unfassbar, dass er echt so schlecht war, dass ich ihn ausspucken musste. Das war echt, das war jetzt diesmal echt der schlechteste Döner, den ich jemals geprobiert habe. Der andere war schlecht, aber nur weil es trocken war, schon alt war, lange draußen lag und sowas, schlechte Verteilung, ein bisschen geizig mit dem Fleisch. Der hier aber gerade war echt schlecht von der Qualität von, es war einfach ekelhaft, zum Kotzen ekelhaft. Mein Gott, ey. Das war's auf jeden Fall von mir, Leute. Ich trinke noch mein Bubble Tea zu Ende. Dann packe ich's heim. Danke fürs Vorbeischauen. Ich habe gerne unten in den Kommentaren, was ich noch so testen soll. Soll ich den schlechtesten Döner? Oh. Soll ich die schlechteste Pizza Münchens probieren? Schlechtester Sushi-Laden? All dies, das. Gerne unten in den Kommentaren. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Twitch. Investiert in Bitcoin. Gönnt euch ein Bubble Tea. Gönnt euch nicht den Döner am Hauptbahnhof in München. Das war's von mir. Vergesst nicht, serious business.